Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt die Ehre, die Preise überreichen zu dürfen und habe dafür hier auch schon so eine ganze Sammlung. Ich hoffe, dass die auch gleich in der richtigen Reihenfolge, ich werde die richtigen schon finden. Erlauben Sie mir vielleicht zu Beginn ein paar Worte. Ich bin zu dieser Aufgabe gekommen, so etwa wie die Jungfrau zum Kind. Also durch einen gemeinsamen Freund und auch jetzt Dekan und Vorstandsvorsitzenden in Greifswald, der uns leider verloren gegangen ist, hat er mich gebeten, ob ich das Amt übernehmen könnte. Und da habe ich nicht gewusst, worauf ich mich einlasse, bin dann in den Vorstand der UGB gewählt worden und ehe ich mich versah, war ich auch Vorsitzender dieser Auswahlkommission. Ja, sag mal, das ist eine Freude und eine Bürde zugleich. Eine Freude, da es wirklich also unglaublich spannend ist, aus allen Fakultäten, und zwar sowohl aus den Geisteswissenschaften wie auch aus den Naturwissenschaften, die von den Fakultäten selbst ausgewählten besten Promotionen zu bekommen. Für die, und die also auch zu beurteilen, wir machen dann eine Auswahlsitzung und dann kommt der ganz spannende Tag, dann müssen nämlich die Finalisten vortragen. Zum Beispiel für den Promotionspreis. Das sind in der Regel 6 und das ist in der Regel sehr gemischt. Es ist aus den Geisteswissenschaften, aus den Buchwissenschaften, aus den Rechtswissenschaften, aber natürlich auch aus der Medizin und auch aus den Naturwissenschaften. Ich selbst bin Mediziner und fühle mich dann bei den medizinischen und vielleicht noch bei den naturwissenschaftlichen Themen etwas wohler. Aber Sie werden sehen, auch bei den naturwissenschaftlichen Themen, die Sie dieses Jahr gewonnen haben, die sind schon ziemlich komplex. Und glücklicherweise habe ich für die geisteswissenschaftlichen Themen dann auch eine andere Jurymitglieder, bei denen ich mich besonders bedanken möchte und möchte auch erwähnen, wer die Jurymitglieder sind. Also neben meiner Wenigkeit ist das Professor Jochen Diekmann, dann Frau Dr. Martina Krechel, die vielleicht vielen von Ihnen bekannt ist, die auch eine Funktion in unserer Universität und insbesondere als rechte Hand des Rektors hat, selber Biologin ist. Dann Professor Volker Kronberg, er ein Politikwissenschaftler. Ein Herr Simon Merkt war diesmal der studentische Vertreter in der Kommission, ist auch immer ein studentischer Vertreter dabei. Frau Dr. Andrea Niehaus, die eben auch eher aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt, und Thomas Regge. Also an diese Personen nochmal recht herzlichen Dank. Und wie gesagt, es ist immer ein spannender Tag für mich. Es bedeutet viel Arbeit. Man muss sich da also auch in diese unterschiedlichsten Themen einlesen. Aber den Promotionspreis gewinnt auch nur derjenige, dem es gelingt, seine komplexen Themen einem, ich sag mal, Laienpublikum wie uns als Jury verständlich zu machen. Und das ist immer besonders spannend, wie die Referenten und die Vortragenden es schaffen, ihre komplexen Themen also auch wirklich zwar wissenschaftlich korrekt, aber doch für Laien verständlich zu erläutern. So, nach dieser kurzen Vorrede darf ich dann anfangen und den ersten Preis einläuten. Es geht jetzt hier um den, Moment, da muss ich aufpassen, um den Geheimrat Dr. Edmund Termeer-Preis. Ich habe noch mal kurz recherchiert, wo kommt der eigentlich her? Geheimrat Dr. Edmund Termeer war der Begründer der Anilinfabriken in Uerdingen. Heute vielleicht besser als die Bayer-Werke bekannt. Also der hatte dann schon vor 1920 oder so diesen Preis gestiftet, dessen Mittel waren aber 1948 aufgezehrt, sodass kein Preis mehr vorhanden war. Als Folge oder später hat dann sein Sohn Dr. Fritz Termeer diesen Preis wieder aufleben lassen und hat eben tatsächlich die Stiftungsgelder zusammenbekommen und die sind dann aber in das UGB-Stiftungsvermögen eingeflossen, sodass wir heute die Aufgabe und die Ehre haben, diesen Preis verteilen zu dürfen. Dieser Preis geht immer in die Chemie. Es dreht sich also um die beste Promotion aus der Chemie und wir sind heute ein bisschen chemielastig, fürchte ich, aber es ist sowohl aus der, sagen wir mal, angewandten experimentellen Chemie als auch aus der theoretischen Chemie. Nun, der aus der experimentellen Chemie, es geht um die Totalsynthese von Leuperin A1 und Synthese von Rizopodin-Bistramid-Seitenkettenhybriden. Verstanden? Na wunderbar. Damit Sie es etwas besser verstehen, haben wir einen kleinen Podcast vorbereitet, der läuft jetzt ab. Hoffe ich jedenfalls, oder? Na bitte.
Reise auf jeden Fall gar nicht. Mein Wert wurde es nicht. Die USA bieten sich einfach an. Grand Canyon ist einfach gigantisch. Die Dimensionen sind einfach überwältigend. Man fühlt sich winzig. Diese Farben, die man da sieht, das ist einfach fantastisch. Diese Felsformationen. Man nimmt extrem viel mit. Ich meine, ich habe dort ja in Austin an der Universität gearbeitet. Man wird offener, auch durch die amerikanische Kultur, weil die einfach ein bisschen lockerer miteinander umgehen. Daniel Herkommer erhält den Ter-Mehr-Preis für seine Dissertation mit dem Titel Totalsynthese von Leupirin A1 und Synthese von Rizopodin-Bistramid-Seitenkettenhybriden. Der Hauptteil ging eben um die Totalsynthese von Leupirin A1. Das ist ein Stoff, der eigentlich von Myxobakterien produziert wird. Und meinen Kollegen und mir ist es gelungen, diesen Stoff eben synthetisch zum ersten Mal herzustellen, wodurch man dann auch genau die Struktur beweisen konnte. Damit ist klar, dieser Preis geht also sozusagen an Dr. Herkommer. Du bist Dr. Herkommer leider nicht hergekommen. Leider. Deswegen nimmt aber sein Betreuer den Preis entgegen. Das ist Professor Dr. Menche. Ist er denn da? Ah, hier, wenn ich Sie bitten darf, das entgegenzunehmen. Und das kommt damit aus dem Kekulé-Institut für Organische Chemie. Ich glaube, organische Chemie wurde begründet von Wöhler, der als erster Harnstoff synthetisiert hat. Richtig? Das war der eine der ersten Naturstoffsynthesen. Das weiß ich natürlich, weil das in Göttingen war. Das ist meine Alma Mater. Also ich darf Ihnen und Ihrem Mentee sozusagen herzlich beglückwünschen. Und die Urkunde ging zu dem. Gibt es da ein Foto? Es gibt ein Foto. Wir stellen uns jetzt da neben. Sie dürfen jetzt noch ein paar Worte an das Publikum richten. Hat man Sie darauf vorbereitet? Ja, hat man mich darauf vorbereitet. Ja, magnifizient, sehr geehrter Herr Professor Hoch, sehr geehrter Herr Kranz, sehr geehrter Herr Professor Höft, sehr geehrte Freunde, Förderer, Alumni der Universitätsgesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Herkommer hat sich mit Naturstoffen beschäftigt. Und Naturstoffe sind nach wie vor ganz wichtige Quelle für neue Wirkstoffe. Weil es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass ungefähr 60% aller Wirkstoffe Naturstoff oder naturstoffabgeleitete Verbindungen sind. Es ist also wichtig, sich mit diesen zu beschäftigen. Und üblicherweise beschäftigt man sich mehr mit, also in der Anwendung mehr mit einfachen Verbindungen oder Verbindungen, die leicht zugänglich sind. Und es ist bei den Substanzen, die sich hierher kommen, beschäftigt hat, nicht der Fall. Die sind extrem komplex und extrem schwierig zugänglich. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da eine Synthese zu entwickeln. Und ich möchte es nur kurz erläutern. Sie wissen vielleicht, Kohlenstoff hat 4 verschiedene Substituenten. Und die können verschieden angeordnet sein, entweder rechts oder links drehend. Und die Naturstoffe, die Herr Herkommer bearbeitet hat, haben nicht nur 1 von den Zentren, sondern 8, bei der anderen Verbindung sogar 18 von solchen Zentren. Und die müssen alle stereoselektiv, also genau gezielt aufgebaut werden. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Und es ist ihm gelungen und er war natürlich sehr stolz und wir waren auch sehr stolz, auch weil wir da in enger Konkurrenz mit anderen Gruppen waren, mit Gruppen aus Cambridge, auch im Scripps-Institut in Kalifornien. Insofern hat er sich da wirklich toll geschlagen und es wurde auch entsprechend gewürdigt mit einer Vielzahl von Publikationen, auch verschiedene Highlights, auch einem Titelbild und da waren wir auch sehr froh. Also akademisch wurde es sehr gewürdigt, es wurde aber auch insofern gewürdigt, weil die Verbindungen erst dadurch zugänglich waren und weiter untersucht werden konnten. Die eine Verbindung wurde als Antikrebsmittel wurde weiter untersucht und die andere war fast noch interessanter, weil die antifungal wirksam ist. Und das wurde von Bayer Crop Science jetzt genauer angeschaut und die war so interessant, dass sie jetzt die Verbindung, die Synthese in Auftrag gegeben hatten bei einer Synthesefirma und zwar genau mit der Route, die Herr Herkommer entwickelt hat. Also es zeigt die große Bedeutung von der Arbeit, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in dem größeren Umfeld, wodurch auch natürlich auch die Universität Bonn gut vertreten wird. Herr Herkommer kann es leider heute nicht kommen, weil er hat jetzt eine Stelle in England angenommen und da hat er heute keinen Urlaub bekommen, weil er gerade erst angefangen hatte. Und es bedauert er sehr, aber er hat mich gebeten,
eben seinen Dank auszusprechen allen Mitgliedern der Fakultät, besonders den Mitgliedern unseres Instituts für die tatkräftige Unterstützung, aber auch den beteiligten Professoren, insgesamt natürlich auch der Universität für die Schaffung eines hervorragenden Umfeldes und einer hervorragenden Infrastruktur, die erst diese spannende Forschung erst möglich macht. Ich danke dann noch einigen Personen, genauer mir und den anderen Mitarbeitern des Arbeitskreises, das werde ich jetzt nicht verlesen. Also er führt dann weit, hat mich gebeten, das zu verkünden. Sehr geehrte Damen und Herren, der Dr. Edmund Termeer-Preis hat eine lange Tradition. Der Gründer der Stiftung sah sich selbst seiner sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und war ein Förderer des Schulwesens. Er erkannte früh die Notwendigkeit einer Bildungsoffensive, ein Begriff, der in heutiger Zeit mehr denn je seine Berechtigung und Notwendigkeit hat. Es ist für mich deshalb eine sehr große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Und ich hoffe, diese dient auch als zusätzlicher Ansporn für die nachfolgenden Studenten. Entschuldigen möchte ich mich dafür, dass ich heute aufgrund von beruflichen Verpflichtungen nicht persönlich erscheinen konnte. Herr Professor Menche hat sich dankensweise dazu bereit erklärt, diese hohe Auszeichnung stellvertretend für mich in Empfang zu nehmen. Gut, dann danke ich Ihnen und ja, vielen Dank. Schaue ich mal, wen ich jetzt hier auf der Liste habe. Ja, jetzt geht es also um den Bonner Preis für Medizin. Der wird auch immer von der UGB oder von dieser Jury mit ausgesucht. Manchmal hat man das Problem, dass auch der Promotionspreis in die Medizin geht. Dann sind wir etwas überlastig, deswegen hatten wir den auch schon mal ein Jahr weggelassen, den Bonner Medizinpreis, weil das hätten wir als ungerecht empfunden. Aber in diesem Jahr geht er glücklicherweise nicht in die Medizin, kann man sagen. Daher haben wir jetzt eine Doktorandin, Frau Dr. Anna Döser, die diesen Preis erhalten wird für die Überwindung von zellulären Mechanismen der Pharmakoresistenz bei chronischer Epilepsie. Der Medizinpreis geht übrigens zurück auf Professor Dr. Rolf Dederich, wenn ich mich recht erinnere, war das ein Orthopäde im Petruskrankenhaus, der immerhin auch da noch was für die Universität getan hat. Im Moment nähern wir uns auch wieder an mit dem Gemeinschaftskrankenhaus. Vielleicht ist das ganz gut in diesem Zusammenhang. Wo kommt dieser Preis her? Der kommt natürlich, wie man sich überlegen kann, aus der Klinik für Epileptologie und da genauer gesagt aber aus dem Labor für experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung. Unter der Leitung und dem Mentorship von Professor Heinz Beck, den ich natürlich gut kenne, den ich hier auch im Publikum entdecken kann. Auch hierzu haben wir einen kurzen Podcast, der vielleicht ein bisschen erklärt, worum es geht. Und dann darf ich, sofern der Operateur das Zeichen sieht, sagen, Film ab. Ich habe untersucht, ob ein neues Medikament, was seit einigen Jahren auf dem Markt ist, besser ist, zumindest in Vitro-Versuchen als ein herkömmliches Medikament, was wir seit vielen Jahrzehnten geben. Sicherlich spannend an der Arbeit ist, dass wir zum ersten Mal zeigen konnten, dass dieses neue Medikament eines der ersten Medikamente ist, welches antiepileptogene Potenziale hat. Das heißt, nicht nur Anfälle bei Epilepsie verhindert, sondern auch die Ursache der Anfälle verhindern kann. Für ihre Promotion Überwindung von Pharmakoresistenz bei chronischer Epilepsie erhält Anna Döser den Medizinpreis. Ich bin gerne outdoor, also ich bin viel draußen, so viel ich nur kann in meinen Urlauben oder in meiner freien Zeit. Ich bin viel joggen, schwimmen, spiele Ultimate Frisbee und gehe klettern. Hat viel mit Natürlichkeit zu tun, mit die Welt spüren, die Umwelt spüren, den Elementen ausgeliefert sein. Das ist jetzt in Bonn nicht so dramatisch. Aber in anderen Teilen der Welt sicherlich. Ja, Frau Kollegin Döser, darf ich Sie nach vorne bitten? Und wenn hier das ist die studentische Initiative, das ist falsch. Das sieht besser aus, oder? Ja, dann darf ich Sie herzlich beglückwünschen. Man kann auch mal die Urkunde vorlesen. Die Universitätsgesellschaft Bonn, Freunde Förderer Alumni e.V., verleiht Frau Dr. Anna Maria Döser den Bonner Preis für Medizin 2016
in Anerkennung ihrer hervorragenden wissenschaftlichen Arbeit, Überwindung von zellulären Mechanismen der Pharmakoresistenz bei chronischer Epilepsie. Herzlichen Glückwunsch. Ihr müsst noch ein Foto machen. Magnifizienz, sehr geehrter Herr Professor Hoch, sehr geehrte Universitätsgesellschaft Bonn, sehr geehrte Vorsitzende, Herr Kranz und Herr Professor Höft, liebe Freunde und Familie und sehr geehrte Damen und Herren. Ich fühle mich sehr geehrt, heute den Bonner Preis für Medizin entgegennehmen zu dürfen und bedanke mich schon mal jetzt bei allen Beteiligten für die Nominierung und die Auszeichnung. Ich möchte Ihnen natürlich auch ein wenig was mehr zu meiner Arbeit erzählen, als ich in dem Video schon getan habe. 2010 habe ich angefangen, meine Doktorarbeit in der neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe für experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung von Herrn Professor Heinz Beck, der auch heute Abend hier ist, zu beginnen. Ich hatte das Glück, dank des Bonfor-Forschungsstipendiums ein Jahr für die Forschung von meinem Medizinstudium freigestellt zu werden, sodass ich mich voll und ganz der Arbeit im Labor widmen konnte. Und ich habe in meiner Doktorarbeit die Überwindung von zellulären Mechanismen der Pharmakoresistenz bei chronischer Epilepsie untersucht. Wie Sie vielleicht wissen, ist Epilepsie eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Die zelluläre Grundlage dieser epileptischen Anfälle sind hochfrequente synchrone Entladungen von Nervenzellverbänden. Und Ziel einer antiepileptischen Therapie ist es, diese Entladungen und damit das Auftreten von Anfällen zu unterdrücken. Bei vielen Patienten, genauer gesagt einem Drittel aller Patienten mit Epilepsie, bleibt trotz mehrfacher medikamentöser Therapie die Epilepsie bestehen. Das heißt, die Anfälle sind pharmakoresistent. Es ist also wichtig, zelluläre Prozesse bei epileptischen Anfällen, deren Beeinflussung durch antiepileptische Medikamente und auch die Mechanismen des Wirkverlustes dieser Medikamente besser zu verstehen. Eine große Gruppe von Antiepileptika, also Medikamenten gegen Epilepsie, wirkt über eine Hemmung von bestimmten Natriumkanälen, die sich in der Wand von Nervenzellen befinden. Das führt dann dazu, dass besonders hochfrequente Entladungen, wie sie bei epileptischen Anfällen zu beobachten sind, unterdrückt werden. Bei vielen Patienten mit einer therapieresistenten Epilepsie ist genau diese Wirkung aufgehoben oder vermindert. Zur Überwindung von diesen Resistenzen werden also neue Substanzen, neue Medikamente benötigt. Und diese neuen Medikamente leiten sich häufig von den klassischen Antiepileptika ab. Eslicabazepin ist so ein Medikament, das seit 2009 zugelassen ist und dessen Wirkung ich in meiner Arbeit untersucht habe. In elektrophysiologischen Versuchen auf zellulärer Ebene, das heißt auf der Ebene von diesen Natriumkanälen, konnten wir zeigen, dass das neue Medikament Eslicabazepin in der Lage ist, im Vergleich zu seinem Vorgänger Carbamazepin, das kennen vielleicht einige von Ihnen, zelluläre Mechanismen der Pharmakoresistenz zu überwinden und Anfälle in In-vitro-Versuchen zu verhindern bzw. zu vermindern. Und wir konnten zeigen, dass Eslicabazepin starke antiepileptogene Eigenschaften besitzt. Das heißt, es kann das Fortschreiten einer Epilepsie verhindern, im Gegensatz zu einer reinen Anfallskontrolle, wie herkömmliche Medikamente. Eslicabazepin ergänzt also das Spektrum der antiepileptischen Substanzen, insbesondere für Patienten, die nicht auf die herkömmlichen Antiepileptika ansprechen und ist gleichzeitig eine möglicherweise sehr potente antiepileptogene Substanz. Der Erfolg meiner Forschungsarbeit ist einer Vielzahl von Menschen mitzuverdanken, denen ich gerne heute meinen Dank aussprechen möchte. An erster Stelle zu nennen wäre mein Doktorvater, Herr Professor Dr. Heinz Beck, der das Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat und mich als wissenschaftlicher Mentor uneingeschränkt und konsequent förderte. Eine bessere Betreuung einer Doktorarbeit wird schwer zu finden sein, nehme ich an. Stets zur Seite stand mir mein Betreuer, Dr. Mischa Übachs. Auch ihm gilt mein aufrichtiger Dank. Ohne eine Arbeitsgruppe mit gutem Teamgeist scheitert die beste Arbeit. Daher freundschaftlicher Dank an die gesamte AG Beck und unsere Kooperationspartner, die AGs Becker und Schoch.
Dann natürlich ein besonderer Dank an meine Familie und Freunde für die bedingungslose Unterstützung während der Promotion und auch sonst im Leben. Und ich möchte mich zu allerletzt bei Bonfort bedanken, vor allem dem SciMed-Promotionskolleg der Medizinischen Fakultät der Uni Bonn, die mich 2 Jahre lang gefördert haben für die Promotionsarbeit. Genauso ein Dank an die Studienstiftung und das Cusanus-Werk, die mich ebenfalls unterstützten. Dann natürlich zu guter Letzt einen herzlichen Dank nochmal an die Universitätsgesellschaft Bonn, dass Sie mir diese Ehre heute zuteilwerden lassen. Vielen Dank. Die Richtige mitnehmen, ne? Okay. Ja, dann kämen wir zu dem Initiativpreis. Der Initiativpreis ist auch ein Preis der UGB, der sich an die, sagen wir mal, interessante, beste oder schönste, netteste studentische Initiative richtet aus dem letzten Jahr. In diesem Jahr ist es eine studentische Gruppe, die unter der Leitung von Professor Satzinger steht, der, glaube ich, auch im Publikum ist, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Und es geht um die Neueinrichtung der italienischen Abteilung des Paul-Clemens-Museums. Und auch dazu haben wir einen kleinen Film. Und gleich verrate ich auch, wer den Preis entgegennehmen wird. Kann man den Film? Die italienische Abteilung des Paul-Klemen-Museums erhält den Initiativpreis für ihr Engagement bei der Neueinrichtung des Museums. Wir sind eine studentische Gruppe um Herrn Professor Satzinger, die im Rahmen einer Übung zusammengekommen sind. Im Grunde hat ja das Institut natürlich Altbestand gehabt. Vieles ist durch einen Bombeneinfall im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Die Phosphor Spritzer dieser Brandbombe sind auf der Madonna zu sehen, aber eben auch die Jahre, die sie im Magazin verbracht hat. Wir haben dann angefangen, diesen Teil hier, in dem wir uns gerade befinden, das ist der Nordflügel, neu mit alten und neuen Stücken einzurichten. Die Sammlung erweitert sich ständig, das heißt, man muss auch ständig wieder über die Hängung und über die Stellung nachdenken. Welche Bezüge kann man auch in einem Raum, der ja doch ja, relativ klein ist, welche Bezüge kann man da unter den einzelnen Stücken herstellen? Das sind ja, ganz neue Geschichten, die sich da ergeben. Ja, den Preis nimmt heute entgegen, ich denke mal für die ganze Gruppe, Herr Christoph Ort. Ach, ich dachte, jetzt käme jemand mit weniger Haaren. Aber dann darf ich Sie beglückwünschen zu diesem Preis. Nein, das ist falsch. Sie sind alle in der falschen Reihenfolge, aber der hier ist richtig. Correct. Herzlichen Glückwunsch für die ganze Gruppe, denke ich. Genau. Und Sie werden hoffentlich... Da drüben sind Sie alle. Ah, sind alle da. Ach, da ist auch der Herr mit den weniger Haaren, sehe ich. Ich darf das sagen, oder? Ich denke, Sie werden das Ganze, haben Sie sich aber jetzt was angetan. Jetzt haben Sie ein Baby, das Sie weiter betreuen müssen, oder? Richtig. Naja, gut. Dafür ist dann auch der Preis da. Genau, herzlichen Glückwunsch. Genau. Sie dürfen auch noch ein paar Vielen Worte Dank. Sagen. Ja, gerne. Und das dann anschließend mitnehmen oder erst Foto? Erst Foto. Wie müssen das halten? Ja, magnifizent, sehr geehrter Professor Hoch, sehr geehrter Herr Kranz, sehr geehrter Professor Höft, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mitglieder der Universitätsgesellschaft, lieber Herr Satzinger, liebe Cordula, Elisabeth, Larissa, lieber Franz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die freundlichen Worte und die Einführung in unser Projekt durch das Video und ebenso vielen Dank für die Möglichkeit dieser wunderbaren Atmosphäre, kurz einige Worte an Sie zu richten. Ich darf natürlich im Namen der gesamten Gruppe zunächst unseren Dank aussprechen gegenüber der Universitätsgesellschaft Bonn für die Zuerkennung des Initiativpreises in diesem Jahr, mit der sie sich entschieden hat, unser studentisches Projekt zu unterstützen. Für den finanziellen Aspekt dieses Preises sind wir natürlich sehr dankbar, weil er uns ermöglicht, weiterzumachen mit unserem Projekt und es noch weiter voranzutreiben. Aber
Mindestens ebenso wichtig ist uns auch die ideelle Unterstützung, die Ihre Anerkennung unserer Arbeit mit dieser Auszeichnung ausdrückt. Sie schätzt einmal den Wert der geleisteten Arbeit, das ist sehr wichtig für uns, und ebenso diese universitätseigene Sammlung des Paul-Kleben-Museums als solche. Dafür danken wir Ihnen, meine Damen und Herren, sehr herzlich. Danken möchten wir aber auch dem Initiator unseres Projektes, Professor Satzinger. Er hat in einer Lehrveranstaltung angestoßen, die bis dahin brachliegende italienische Abteilung des Paul-Kleben-Museums wieder aufzubauen. Dabei hat er es mit seiner dauerhaften Unterstützung erst möglich gemacht, dieses Projekt in der heute vor Ihnen stehenden Form umzusetzen. Dazu zählen etwa bedeutende Exponate, die er für das Museum gewinnen konnte, ebenso wie sein stets uns begleitender Rat, seine Kritik sowie die uns gelassene Freiheit, unsere eigenen Ideen und Vorstellungen umsetzen zu können. Auch Ihnen, lieber Herr Satzinger, dafür unser herzlichster Dank. Nun zum Projekt. Selten, meine Damen und Herren, bietet sich für junge Studierende die Möglichkeit, ein Museum oder zumindest Teile davon eigenständig zu erarbeiten und zu planen. Eine einmalige Möglichkeit daher, ein wahrer Glücksfall für uns. So trat bei uns zum Interesse am Objekt, das uns Kunsthistoriker ja immer leitet, auch das Ziel einer gelungenen und ansprechenden Präsentation der Ausstellungsstücke. Wie sollten die Exponate aufgestellt werden? Wie sind Raum und Licht zu berücksichtigen? Wie kann die Sammlung ein attraktives und vor allem professionelles Erscheinungsbild bekommen? Dabei haben wir natürlich nicht ex novo begonnen, sondern konnten auf eine sehr lange Tradition der Sammlung von Abgüssen am Kunsthistorischen Institut zurückblicken, die schon 1902 mit dem Ankauf der ersten Exponate durch Paul Kleben begann, der Namensgeber des Museums. Durch starke Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde die Sammlung extrem dezimiert, vor allem die italienischen Exponate sind quasi ausgelöscht worden. Dadurch verschwand die Sammlung aus dem Bewusstsein und viel schwerwiegender auch aus der kunsthistorischen Lehre. Denn die Sammlung war von Beginn an als Lehrsammlung für die Mitglieder des Kunsthistorischen Institutes angelegt worden. Sie war eine richtige Studiensammlung. Mit der Neueinrichtung ist da auch dieser Aspekt an unserem Institut wiedergewonnen worden. Dies ist umso bedeutender, als es sich bei der Kunstgeschichte ja um eine objektbasierte Wissenschaft handelt und eben jene Kenntnis des künstlerischen Objektes ihre Kernkompetenz bildet. Wir haben daher in unserer Sammlung von Abgüssen die einmalige Möglichkeit, Bildwerke aus unterschiedlichen Epochen und Regionen, die man sonst natürlich nicht an einem Ort versammeln kann, im Gegensatz zu den digitalen Abbildungen in ihrer Dreidimensionalität, ihrer Räumlichkeit und damit auch in ihrer Wirkung zu erfassen. Die Bedeutung dieses Studieninstrumentes, das uns die Abgusssammlung und die italienische Abteilung nun wieder bietet, kann für die kunsthistorische Lehre gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und so ist es nun gekommen, dass die ehemals historische Sammlung heute wieder eine lebendige Sammlung ist, die einen erfolgreichen Beitrag zur Lehre an der Universität Bonn bietet. Und daher möchte ich mit einem kurzen Appell schließen. Wir wollen Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung bitten, damit wir die Vorzüge unserer universitätseigenen Sammlung erhalten, erweitern und im zweckgemäß nutzen können. Daher lade ich Sie alle ein, besuchen Sie das Paul-Kleben-Museum im Kunsthistorischen Institut und überzeugen Sie sich selbst, welche Schätze es für Sie bereithält. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie also mal einen italienischen Moment im Leben haben wollen, empfehle ich Ihnen jetzt das Paul-Klee-Museum. Nun, dann komme ich jetzt zum letzten Preis und vielleicht auch, ja, ob das der bedeutendste ist, weiß ich nicht. Jedenfalls einer, der uns dieses Jahr sehr beeindruckt hat und sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist der eigentliche Promotionspreis der Universitätsgesellschaft und der geht diesmal an das Institut und die Person an das Institut für Physikalische und Theoretische Chemie. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das sozusagen gerade das Gegenteil des Synthetikers oder so, ja? Weil Sie das alles theoretisch machen, was die nachher praktisch zusammenbauen wollen oder so. Das ist, denke ich, super interessant und ich habe gelernt, wenn ich es mal verkürze, dass in der Arbeit des
Preisträgers die Rechenzeiten von der gesamten Lebenszeit des Universums verkürzt wurden auf 4 Minuten für bestimmte schwierige Fragestellungen. Das fand ich extrem beeindruckend. Nun, also, der Preis geht an Dr. Gerit Brandenburg, ja, das steht da, Dr. Jan-Gerit Brandenburg und unter der Betreuung von Professor Dr. Grimme, eben aus dem Institut für Physikalische und Theoretische Chemie. Herr Brandenburg, kommen Sie doch bitte nach vorne, dann kann ich Ihnen schon mal den Preis überreichen. Und dann, nee, erst wollen wir den Podcast sehen, ne? Erstmal den Film. Herr Brandenburg hat übrigens eben den nochmal die Inhalte seines Promotion auch zu unserer aller Freude vor dem Verwaltungsrat der Universitätsgesellschaft Bonn vorgestellt. Und ich bin ein zweites Mal fasziniert gewesen von den Inhalten des Vortrags, obwohl ich ihn ja schon einmal gehört habe. Also, dann bitte den Podcast ab und mal gucken, was da von Ihnen zu sehen ist. Ich habe als Jugendlicher immer schon Tischtennis gespielt. Mittlerweile ist es eher ein Hobby, was ich ab und zu tue. Das heißt, bei weitem nicht mehr das professionelle Level, was es mal war, aber es macht immer noch Spaß. Das Miteinander-Spielen, das Hin- und Her-Spielen dieser Bälle ist eben auch das, was wir wissenschaftlich tun. Der Promotionspreis geht an Gerald Brandenburg für seine Promotion Entwicklung und Anwendung von Elektronenstrukturmethoden für organische Kristalle. Ein typischer organischer Kristall wäre zum Beispiel die Aspirintablette. Und ich möchte beschreiben, wie die Eigenschaften dieser Tablette sich verhalten. Und das möchte ich nicht experimentell machen, sondern ich versuche das Ganze theoretisch zu beschreiben. Also Computersimulation. Das hat alles hier im Mulliken Center stattgefunden. Also das ist tatsächlich der Kaffeeraum, wo die guten Ideen entstanden sind. Also ich bin immer sehr gerne hier hingekommen und habe sehr gerne hier weitergearbeitet. Ja, bitte? Keine Kommentare weiter. So, dann darf ich Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir müssen dann ein Foto machen und danach dürfen Sie dann auch reden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ja, jetzt erfahren Sie ein drittes Mal, was ich tue. Ich hoffe, das wird nicht schwer. Erstens möchte ich natürlich mich herzlich bedanken. Es ist wirklich eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten, da ich anscheinend sogar fachübergreifend erklären konnte und überzeugen konnte, dass wir in unserem Institut interessante und auch relevante Wissenschaft tun. Sie haben in dem Film nicht viel von der Wissenschaft gesehen, muss ich zugeben. Eher die Kaffeepausen und die sportlichen Betätigungen dazwischen. Deshalb möchte ich dann doch noch 2 Worte verlieren, was wir tatsächlich getan haben. Und der Titel ist auch vielleicht nicht sehr aussagekräftig, aber dieses Beispiel der Aspirintablette ist, glaube ich, sehr, sehr anschaulich. Und zwar möchte man wissen, was für Eigenschaften diese Tablette hat. Und diese Eigenschaft kann sich ändern, je nachdem, wie ich diese Tablette produziere. Und das ist sehr wichtig bei der Einnahme dieser Medikamente, weil wenn sich die Eigenschaft ändert, zum Beispiel die Löslichkeit, muss ich die Dosierung entsprechend anpassen. Und experimentell ist das relativ schwer festzustellen, es ist relativ schwer herauszufinden, gibt es möglicherweise andere Formen dieser Tablette. Und wir haben Methoden entwickelt, um eben diese Eigenschaften vorherzusagen. Und das Wesentliche daran war, dass es prinzipiell Methoden gibt, um so etwas zu beschreiben. Wir diese Methoden aber vereinfacht haben und beschleunigt haben, sodass wir jetzt in realistischer Zeit Eigenschaften berechnen können. Und deshalb, dann doch komme ich nochmal auf das Video zurück, dieser Zusammenhang, natürlich, es geht um Beschreibung von der Mechanik von einem Ball beim Tischtennisspielen und wir haben die Elektronen in der Aspirintablette beschrieben, mit etwas anderen Methoden, aber es gibt dann doch einen sehr engen Zusammenhang.
Vielleicht noch kurz als Hintergrund und warum es vielleicht für mich etwas einfacher war, fächerübergreifend zu erklären, was ich tue, weil ich aus der Physik ursprünglich komme, jetzt in der theoretischen Chemie promoviert habe, was tatsächlich eine große Herausforderung war, weil die Sprache doch sehr anders ist und auch tatsächlich viel Mathematik und Informatik Teil meiner Arbeit sind. Das heißt, es ist bereits während der Arbeit relativ fächerübergreifend. Genug vielleicht dazu, dann war ich natürlich nicht alleine während meiner 3 Jahre am Institut, sondern es gibt viele Personen, die dazu beigetragen haben. Ich kann nicht alle aufzählen, aber natürlich muss ich meinem Betreuer Stefan Grimme sehr herzlich danken, der die Arbeiten möglich gemacht hat, der eigene Ideen immer gefördert hat, der eine sehr angenehme Diskussionskultur, Sie haben es gesehen, in der Kaffeerunde kultiviert hat, und dadurch entstehen eben neue Ideen und dadurch entstehen dann eben auch gute Arbeiten. Daneben natürlich noch Mitarbeiter, Kollegen im Institut, die auch sehr geholfen haben, die Diskussionen vorangetrieben haben. Ohne das würde man, glaube ich, nicht so effizient arbeiten können. Und auf der persönlichen Seite natürlich auch eine Familie, die mich unterstützt, mein Lebenspartner, eine Familie, die nicht vollständig anwesend ist, sonst wäre dieser Raum schon gefüllt, ohne dass Sie Platz hätten, aber zumindest ein Teil hat es hierhin geschafft und ja, deshalb eine nochmal vielen Dank für diese Auszeichnung. Ich freue mich sehr und ich werde weiter der Wissenschaft treu bleiben und diese Methoden weiterentwickeln und anwenden. Dankeschön.